Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial über FreeCAD. In diesem Video-Tutorial werden wir uns die Drawing Workbench unter FreeCAD etwas genauer ansehen. Wir werden besprechen, wie man virtuelle Zeichnungsblätter anlegt, wie man den Zeichnungskopf ausfüllt und was es alles zu beachten gilt beim Bedienen der verschiedenen Funktionen der Drawing Workbench. Anhand des Beispiels des Lagerbockes aus Tutorial Nummer 4 werden wir besprechen, wie man verschiedene Ansichten auf ein virtuelles Zeichenblatt bekommt, wie man verschiedene Schnittansichten erstellen und darstellen kann. Und wir werden außerdem besprechen, wie man Mittellinien auf ein virtuelles Zeichnungsblatt bekommen kann. Und wir werden uns auch damit beschäftigen, wie man eine Explosionsdarstellung einigermaßen ansehnlich auf ein virtuelles Zeichnungsblatt bekommen kann. Die Version von FreeCAD, die ich hier verwende, ist ein 016er Development Snapshot, nämlich die 016-5484 unter Windows 7 64-Bit. Für den Anfang schließe ich also hier diese Dateien, öffne den Lagerbock aus Tutorial 4 noch einmal und der Einfachheit halber werde ich jetzt über die Part Workbench, über das Menü mir eine einfache Kopie dieses Lagerbocks erstellen und mit dieser arbeiten. Hier geht es eigentlich nur darum, dass ich mich etwas leichter tue und dass man etwas leichter auf dem Bildschirm verfolgen kann, was passiert. Ich könnte genauso gut auch das parametrische Modell nehmen und damit arbeiten. Ich kopiere das jetzt in die Zwischenablage, lege ein neues Dokument an, füge dort den Lagerbock ein, wechsle in die axonometrische Ansicht, sage Einpassen. Das Original schließen wir wieder und so können wir jetzt loslegen. Ich benenne zur Sicherheit noch diesen Solid hier um in Lagerbock und los geht's. In der Drawing Workbench selbst haben wir hier mehrere Icons zur Verfügung. Die Zeichnungen, die unter FreeCAD erstellt werden, sind skalierbare Vektorgrafiken, also SVG vom Dateityp her. Ich kann mit diesem Icon hier eine skalierbare Vektorgrafik öffnen. Über dieses Icon hier kann ich eine neue Zeichnung erstellen. Wenn ich also hier auf diesen schwarzen Pfeil nach unten Button klicke, dann kann ich mir hier bei verschiedenen Formaten heraussuchen, ob ich Quer- oder Hochformat haben möchte. Und bei den Querformaten kann ich noch wählen zwischen, in den meisten Fällen zumindest, zwischen einem FreeCAD-Layout oder einem Layout nach ISO 7200 oder einem bis auf das FreeCAD-Logo in einer Ecke leeren Blatt Papier. Ich wähle in diesem Falle A3 das normale Querformat aus. Hier steht momentan noch Landschaft für Querformat und Porträt für Hochformat. In der demnächst erscheinenden 016er Stable Release wird sich das hoffentlich ändern. Ich klicke also hier drauf und bekomme jetzt ein leeres Blatt Papier. Ich habe hier mit diesen beiden Icons die Möglichkeit, Ansichten zu generieren auf dem Blatt. Mit diesem Icon kann ich frei manuell eine eigene Ansicht bestimmen mit entsprechenden Parametern. Mit diesem Icon kann ich so gesehen vorgefertigte Ansichten auswählen, die ich dann auf ein Blatt Papier bringen möchte. Das werden wir uns gleich etwas genauer anschauen. Wir haben hier mit diesem Icon die Möglichkeit, eine Anmerkungsansicht, also reinen Text, aufs Zeichenpapier zu bringen. Und hier mit diesem Icon haben wir die Möglichkeit, eine Ausschnittsgruppe in die aktive Zeichnung einzufügen. Also sprich, ich kann ein per Rechteck einen Teil einer Ansicht auswählen,
der gezeigt werden soll und der Rest der Ansicht wird entsprechend ausgeblendet. Ich habe hier die Möglichkeit, per Icon in eine Browser-Ansicht zu wechseln. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass zum Beispiel diese Textansicht, die ich hier kreieren könnte, in diesem Erstellungsmodus nur einzeilig angezeigt wird. Aber wenn ich in die Browser-Ansicht wechsle, wird es richtig als mehrzeiliger Text, so wie ich es im Eingabemenü zur Verfügung habe, dann auch wirklich angezeigt. Ich kann außerdem zu dem bestehenden Blatt Papier ein Symbol aus einer SVG-Datei hinzufügen. Ich kann außerdem, das ist in FreeCAD so gedacht, dass ich immer ein Objekt auf eine ausgewählte Seite pro Ansicht projizieren kann. Und das kann ich entweder mit diesem Icon hier oder das gleiche Icon ist nochmal in der Draft Workbench vorhanden. Die Drawing Workbench arbeitet bei ein paar Punkten mit der Draft Workbench zusammen. Ich kann außerdem hier per Icon diese Zeichnungsdatei als SVG-Datei exportieren. Ich kann aber auch, wenn ich die entsprechende Zeichenansicht markiere, über das Datei-Exportieren-Menü diese Zeichnung als AutoCAD-DXF-Datei exportieren und zum Beispiel mit einem DXF-2D-CAD-Programm wie LibreCAD oder DraftSight oder was auch immer weiter bearbeiten. Wenn ich dann also diese Zeichnung hier markiere, beziehungsweise dieses Zeichenblatt, ich kann ja mehrere Blätter anlegen, dann habe ich zum einen im Ansichtsmenü die Möglichkeit, hier einen Hint-Offset in X- und Y-Richtung und eine Hint-Scale einzutragen. Diese drei Werte sind wichtig, wenn man dann Bemaßungen, die man in der Draft Workbench angelegt hat, mittels dem Draft Dimension Tool, das wir ja aus dem letzten Tutorial her kennen, wenn man das auf die Zeichnung übertragen möchte, dann kontrollieren diese Werte, auf welcher Koordinate am Blatt Papier diese Bemaßungen in welchem Maßstab defaultmäßig eingefügt werden. Das lässt sich aber im Nachhinein alles manuell ändern. Das werden wir dann im nächsten Tutorial etwas ausführlicher besprechen. Wenn ich das entsprechende Zeichenblatt markiert habe, kann ich über den Datentab auch noch einsehen, wo das entstehende komplette Zeichenblatt temporär gespeichert wird. Diese Angabe lässt sich übrigens nicht ändern. Die ist FreeCAD intern und da wird irgendein Dateiname per Schlüssel vergeben. Ich kann hier genauso gut einsehen, wo FreeCAD in dem Fall das Template entnommen hat. In dem entsprechenden Installationsverzeichnis von FreeCAD befinden sich ja die ganzen Drawing-Templates als SVG-Dateien. Ich kann außerdem hier den Text, der hier angelegt wurde im Zeichnungskopf, und zwar mit dem Label Editable, also dass er editierbar ist, diesen kann ich verändern. Also sprich, wenn ich hier reinklicke, erhalte ich, wie wir das aus dem Placement-Dialog gewohnt sind, wieder drei so Punkte und wenn ich diese anklicke, kommt hier ein entsprechendes Menü, wo ich der Reihe nach alles hier ausfüllen kann, was im Text zu sehen ist. Also ich könnte hier dann bei Autor meinen Namen reinsetzen, dann könnte ich noch beim Creation Date hier das entsprechende Datum reinsetzen. Ich könnte noch Supervisor eintragen, bei Scale dann halt eben zum Beispiel den entsprechenden Maßstab, also 1 zu 1 zum Beispiel, ja, wenn ich noch ein Gewicht kenne, die Zeichnungsnummer, dann das ist Zeichnung 1 von 2 oder sowas zum Beispiel, ja, also 1 von 2 oder 1 von 1, je nachdem. Und dann kann ich noch einen Titel vergeben, zum Beispiel Tutorial 19 und ein Subtitle, zum Beispiel Lagerbock oder was auch immer. Wenn ich jetzt auf OK gehe,
Dann hat FreeCAD hier die ganzen entsprechenden Angaben übernommen. Wenn sich jetzt jemand dran stört, dass hier englische Texte dran stehen, also für Design by, Date und so weiter, diese Vorlagen, die sich im entsprechenden Installationsverzeichnis von FreeCAD, zumindest unter Windows, befinden, die können natürlich auch per XML-Editor entsprechend verändert werden. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier unter Windows den XML-Copy-Editor mir installiert, der ist ebenfalls Open Source. Und wenn ich da zum Beispiel diese A3 Landscape.svg als Vorlage öffne und bis ganz ans Ende scrolle, dann kommen hier ganz am Ende die entsprechenden Einträge für die Texte. Also Sheet Number zum Beispiel steht dann hier. Ja, und darunter steht halt Sheet. Das ist die Benamung, die dann wirklich in diesem Zeichnungskopf dran steht. Da könnte man ein Sheet durch entsprechende Seite X von Y oder irgendwie so etwas als Ausdruck ersetzen. Oder FC Title, ja, da könnte man sagen dann, das ist die Zeichnungsbenennung oder Benennung 2 dann hier für Subtitle oder Unterbenennung, je nachdem, wie man das dann entsprechend bezeichnen möchte. Die Zahlen, die hier teilweise davor stehen, sind die Koordinaten des Textes in X und Y auf dem Zeichnungskopf. Auf der Homepage selber ist unter dem Stichwort Drawing Template noch etwas mehr an Informationen abgelegt, welcher Platz in der Ecke für den Zeichnungskopf vorgesehen ist, wie groß der standardmäßig angenommen wird und lauter solche Dinge. Für die Arbeit mit der Drawing Workbench empfiehlt es sich übrigens, den Befehl Ansicht, Standardansichten einpassen, einen Shortcut, also einen Tastaturkürzel zuzuweisen, ein manuelles. Denn anders als im normalen Modellierbereich von FreeCAD, wo ich per Rechtsklick sagen kann einpassen, steht in der Drawing Workbench dieser Befehl per Rechtsklick nicht zur Verfügung. Um Ansichten auf ein Zeichnungsblatt zu bekommen, wird zuerst der entsprechende Körper ausgewählt und dann das entsprechende Zeichnungsblatt ausgewählt. Also hätte ich hier mehrere Körper und mehrere Zeichnungsblätter, wäre es wichtig, den genau richtigen Körper auszuwählen und das genau dazu passende Zeichnungsblatt, wo ich die entsprechende Ansicht einfügen möchte. In diesem Fall habe ich jetzt nur einen Körper und ein Zeichnungsblatt. Da ist es also sehr einfach, die Auswahl zu treffen. Ansichten generieren kann ich mit diesen beiden Icons. Wir fangen mal an mit den standardmäßig angebotenen orthografischen Projektionen. Ich klicke also auf dieses Icon drauf und stelle als erstes die Projektionsmethode erster Winkel ein. Das wird wichtig, wenn ich mehr als eine Ansicht habe, dann sieht man das entsprechend. Jetzt ist es so, dass natürlich jetzt eine Rolle spielt, wie das entsprechende Modell aussieht. Wir haben hier die positive Z-Richtung, hier Y und hier X. Diese Informationen werden wir noch häufiger brauchen bei der Ansichtserstellung. Ich kann also hier durchaus sagen, Blick von, also für diese Hauptansicht hier in der Mitte, so gesehen, soll der Blick von Z plus, also da soll eine Draufsicht ergeben. Ja, wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, ich schaue von plus Z auf das Modell und habe nach rechts die positive X-Achse ausgewählt, also X plus VE soll das bedeuten. Das ist die Hauptansicht. Ich kann genauso dann auch noch diese Ansicht dazu wählen. Das ist also dann, da wir nach erstem Winkel projizieren, herübergeklappt, so gesehen die Vorderansicht, also aus
plus x drauf gesehen, wenn man das so definieren möchte. Ich kann noch diese Ansicht dazu nehmen und man sieht, wie FreeCAD automatisch bei dieser Skalierung den entsprechenden Zoom-Faktor erhöht bzw. automatisch anpasst. Ich kann auch für alle vorhandenen Ansichten die Option Zeige verdeckte Kanten einschalten oder Zeige glatten Kanten. Wobei glatte Kanten ist ein wenig falsch formuliert eigentlich. Richtig gemeint sind eigentlich die tangentialen Kanten, die an verrundeten Objekten entstehen. Ich kann hier genauso gut auch noch sagen, ich hätte gerne entsprechende isometrische Ansicht mit allem drum und dran und kann mir hier jetzt alle Ansichten anklicken, die ich haben möchte. Wir belassen es jetzt mal vorläufig bei diesen drei Ansichten. Wir nehmen die Autoskalierung raus und sagen, wir möchten gerne 1 zu 2 haben oder 1 zu 1. Die Zahl, die hier eingetragen wird, ist das, was so gesehen die mathematische Rechnung des Maßstabes ergeben würde. Also 1 zu 2 wäre dann 0,5 oder 2 zu 1 wäre dann eine 2 hier eingetragen. Ich klicke also auf OK und habe hier auf der Page, also auf dem Zeichenblatt, die entsprechenden Ansichten hier eingetragen. Wenn ich also jetzt auf eine der Ansichten klicke, habe ich hier die Möglichkeit, im Nachhinein die Linienstärke zu ändern, dann die Linienstärke für die verdeckten Linien. Ich muss zugeben, den Wert für die Tessellationstoleranz, also die Darstellung von runden Kanten und solchen Dingen, habe ich noch nie geändert. Ich kann die Position auf dem Blatt hier manuell für jede Ansicht einzeln kontrollieren über X- und Y-Werte. Ich kann außerdem über Scale den Maßstab jeder einzelnen Ansicht entsprechend korrigieren. Ich kann mit Rotation noch die entsprechende einzelne Ansicht um einen bestimmten Winkel im mathematisch positiven oder auch negativen Sinne rotieren. Direction bedeutet, aus welcher Richtung schaue ich drauf? Also sprich, diese Ansicht, die ich hier gerade aktiviert habe, das ist eine Ansicht, die aus plus Z-Richtung, also aus positiver Z-Richtung und Y und X sind jeweils 0, also nur aus positiver Z-Richtung, so gesehen, die Draufsicht besitzt diese drei Direction-Werte. Source ist dann der Name des entsprechenden Solids, den ich ausgewählt habe. Dann kann ich hier noch die verdeckten Linien, also die Show Hidden Lines, kann ich noch einen ausschalten. Und Show Smooth Lines, daher kommt auch momentan der Begriff glatte Kanten, was eigentlich, wie gesagt, eine eher irreführende Formulierung ist. Gemeint sind die tangentialen Kanten. Da mir diese Bezeichnungen hier oben nicht sehr viel sagen, und leider ist es unter FreeCAD so, dass entgegen der Baumansicht im normalen Modellbereich, wenn ich hier in der Baumansicht etwas markiere, wird es ja in der 3D-Ansicht auch farbig markiert. Das ist hier leider in der Drawing Workbench nicht der Fall. Aber es hindert mich ja keiner daran, die entsprechende Ansicht zu markieren und entweder über Rechtsklick und umbenennen zu sagen, ich möchte da einen anderen Namen vergeben, oder halt eben über F2 als Tastaturkürzel dann zu sagen, ich möchte einen anderen Namen vergeben, und dann sage ich, das hier benenne ich um in Draufsicht. Und schon sagt mir der Begriff was. Diese Ansicht angeklickt, Draufsicht, aha, das ist diese Ansicht. Ich könnte auch genauso gut schreiben rechts unten, wenn ich die Positionierung auf dem Blatt Papier als entsprechenden ausschlaggebenden Namen haben möchte. Dann klicken wir mal diese Ansicht hier an. Und wenn ich jetzt hier Direction sehe, dann ist das aus plus x Richtung und die anderen beiden Werte sind ebenfalls 0. Also plus x bedeutet, das ist diese Ansicht hier.
Die ist aus plus x Richtung auf das Teil. Das ist nach meinem Verständnis jetzt die Vorderansicht. Also benenne ich diese Ansicht hier um in Vorderansicht. Und wenn ich jetzt diese Ansicht hier oben anschaue, dann entsteht die aus minus y-Richtung, also hier. Darüber kann man sich jetzt etwas streiten, ob das jetzt von mir aus gesehen ist, das links so gesehen. Vom Teil aus gesehen rechts. Ich benenne es jetzt einfach mal mit links. Diese Ansicht hier hat auch noch eine Besonderheit, sie ist um 90 Grad gedreht. Die anderen beiden Ansichten sind einmal hier um 180 Grad gedreht, weil wir ja die Projektionsmethode erster Winkel hatten. Das ist hier diese Vorderansicht und die Draufsicht ist um 0 Grad gedreht. Das war das, was ich ganz am Anfang eingestellt hatte, aus plus Z-Richtung drauf schauen und plus X soll dann nach rechts orientiert sein. Ich kann natürlich auch, anstatt mit den vorgegebenen orthografischen Projektionen, versuchen, hier eine entsprechende isometrische Ansicht oder eine andere Ansicht mir selbst zu definieren. Dadurch muss ich dann der Reihe nach im Prinzip diese Werte hier manuell eintragen. Also ich kann sagen, Lagerbock soll auf die Zeichnung und dann wähle ich hier eine neue Ansicht des Teiles. Dann wird erstmal standardmäßig eine Draufsicht hier oben bei 00 eingefügt. Ich klicke also in dem Fall auf View und gebe jetzt erstmal für x 80 vor und sagen wir mal für y ebenfalls 80. Dann sind wir schon mal hier von der Position her. Der Maßstab ist mit 1 zu 1 vorerst mal gut gewählt. Jetzt geht es noch um die Direction, die ich manuell jetzt verändern kann. Ich möchte versuchen, eine isometrische Ansicht reinzukriegen. Und zwar so, wie ich hier diese Ansicht gerade habe. Diese Ansicht besteht also darin, dass sie aus negativer Y-Richtung, aus positiver X-Richtung und aus positiver Z-Richtung so gesehen auf das Teil drauf schaue. Also setzen wir x auf plus 1, y auf minus 1 und z lassen wir wieder bei plus 1. Jetzt gibt es hier eine kleine Besonderheit. Das Bild ist hier momentan noch etwas gekippt bzw. verdreht. Wenn ich jetzt den Rotationswert auf 60 Grad ändere, habe ich die Ansicht, so wie ich sie hier im Modellbereich habe. Wie bin ich auf die 60 Grad gekommen? Natürlich so wie früher in der Schule auch, durch Abspicken. Ich habe nämlich diese Funktion hier missbraucht, um einfach mal ein bisschen mit den Werten zu spielen und zu schauen. Denn wenn ich jetzt sage, dieser Lagerbock soll wieder auf dieses Zeichenblatt und ich wähle wieder dieses und belasse jetzt einfach mal diese Blick von X und Y auf dem richtigen Wert und fange einfach mal an, diese Isometrien durchzuklicken, dann ist dieser Klick hier schon die richtige Isometrie, die hier eingefügt wird. Ja, und ich spreche auch nichts dagegen, zu sagen, ich klicke diese beiden Isometrien wieder weg. Ja, ich sage, es soll eine isometrische Ansicht sein, und zwar aus plus Z und plus X Richtung. Das könnte ich auch noch umdrehen, ich könnte noch den Maßstab ändern und alles Mögliche. Ich kann dann sagen sogar okay, und ich könnte jetzt manuell die zu viel eingefügte Ansicht, nämlich diese hier, ich habe ja diese beiden Ansichten angefügt, weil ja dieses mittlerste
Häkchen gesetzt war. Das kann ich nicht rausnehmen. Das lässt FreeCAD nicht zu. Aber ich kann jetzt diese Ansicht hier löschen. Das ist auch so eine Besonderheit der Drawing Workbench. Ich muss öfters manuell aktualisieren. Da leuchtet dann dieses Refresh-Icon hier oben auf. Und wenn ich dann draufklicke, ist hier diese Ansicht verschwunden. Und ich habe hier diese Isometrie-Ansicht, die stehen bleibt. Dann könnte ich hier draufklicken. Und so habe ich durch Spicken die entsprechenden Zahlen herausgefunden, nämlich diese Rotation 60 Grad. Welche Zahlen bei X, Y und Z drinstehen, ist, solange sie alle gleich groß als Betrag sind, völlig gleich. Erst wenn ich hier etwas unterschiedliche Zahlen, das werden wir nachher mal an einem kleinen Beispiel etwas durchexerzieren, wenn ich hier etwas unterschiedliche Zahlen eintrage, dann wandere ich quasi mit der Kamera etwas entsprechend um das Objekt herum. Denn ich könnte hier natürlich auch sagen, wenn ich wieder sage, Lagerbock soll auf die Zeichenansicht. Und dann könnte ich natürlich sagen, anstatt isometrisch, könnte ich auch sagen dimetrisch oder trimetrisch. Dann wäre der Winkel hier, der Betrachtungswinkel ein etwas anderer. Und es würden dann bei diesen Direction-Werten unterschiedliche, also vom Betrag her unterschiedliche Werte bei X, Y und Z drinstehen. Wir löschen also wieder diese Ansicht, die zu viel ist. Und haben jetzt diese Ansichten soweit alle mal automatisch mehr oder weniger kreiert. Da wir nun mit den Außenansichten vorläufig soweit fertig sind, würde ich zur besseren Übersicht sagen, ich erstelle eine Gruppe, benenne diese Gruppe um, sage Ansicht 1 und dupliziere noch den Lagerbock, weil wir den für die weiteren Ansichten in geschnittener Form brauchen und schiebe diesen Lagerbock mal in Ansicht 1 hier rein. Manuell im Baum herumschieben und sortieren geht in FreeCAD momentan nur unter Zuhilfenahme von entsprechenden Gruppen, die man entsprechend benennt und wo man dann die entsprechenden Solids oder was auch immer man da für Objekte hat, reinschieben kann und wieder rausholen kann. Dann wird bei solchen Aktionen der Baum entsprechend neu umsortiert. Und das kann man also zu seinem Vorteil nutzen, um das Ganze etwas übersichtlicher zu gestalten. Ich kann also jetzt durchaus sagen, ich mache mal die Gruppe Ansicht 1, blende ich außen wieder ein und wenn ich sie jetzt zum zweiten Mal ausblende, dann packt er das komischerweise richtig. Das ist vielleicht eine Besonderheit von Windows oder so, dass ich beim allerersten Mal ausblenden und wieder einblenden muss, bevor er dann, wenn ich die gesamte Gruppe ausblende, dann auch wirklich alle Mitglieder der Gruppe ausblendet. Wir nehmen also jetzt den Lagerbock, um eine Schnittansicht zu kreieren, selektieren diese Fläche und können zum Beispiel über Partdesign eine Skizze hier auf diese Fläche legen und durchaus sagen, wir ziehen jetzt hier ein Rechteck auf, wir brauchen es ja noch nicht mal zu bemaßen. Und machen jetzt ein Pocket durch alles und haben jetzt hier eine entsprechend geschnittene Ansicht. Es hindert mich keiner in irgendeiner Form, natürlich jetzt eine irgendwie geschnittene oder teilgeschnittene Ansicht, zum Beispiel isometrisch, auf das Blatt Papier zu holen. Und dort entsprechend darzustellen. Also sprich, dass ich sage, dieses Pocket auf dieses Zeichenblatt. Wir wechseln wieder in die Drawing Workbench
und sagen, mach daraus eine Ansicht, dann dieses View 1 stellen wir um. Wir möchten wieder so eine isometrische Ansicht haben, also stellen wir in unserem Fall das x auf 1, das y auf minus 1, z auf plus 1 und den Rotation-Wert auf 60 Grad. Scale können wir auf 1 lassen. Jetzt haben wir noch den x-Wert auf 10 und den y-Wert auf 10. Wir möchten diese isometrische Ansicht hier unten haben. Also schätze ich jetzt einfach mal auf die Schnelle den x-Wert auf 80 grob und den y-Wert auf, was könnten das sein? Vielleicht 220 oder so etwas ähnliches. Ja, die Schätzung lag gar nicht mal so schlecht. 240. Und dann können wir noch ein bisschen drauf geben. 250. Noch ein bisschen mehr. 260 ist schon wieder zu viel, also 255. Notfalls können wir diese beiden Ansichten natürlich auch noch manuell etwas korrigieren. Das wäre die Vorderansicht, dass ich die dann in Y-Richtung anstatt auf 170, zum Beispiel auf 160 setze. Und natürlich dann diese Draufsicht ebenso korrigiere von 172 auf 160 Millimeter. Hier hat er das entsprechend auch schon durchgeführt. Also das wäre eine Möglichkeit. Wenn man sich übrigens hier diese beiden Linien anschaut und hier ist auch noch so eine Linie, dann sieht man diese Grafik-Engine, die hier verwendet wird. Die hat so mit tangentialen Dingen beziehungsweise tangentialen Objekten so immer mal wieder das eine oder andere Problem. Also das ist leider noch nicht optimal, aber für unsere Zwecke reicht das mal vorläufig völlig aus. Um jetzt hier etwas Platz zu schaffen für die Schnittansichten, die wir jetzt gleich erzeugen werden, werde ich jetzt mal diese beiden Ansichten etwas nach links schieben. Also, wir nehmen die Ansicht links und verändern den x-Wert von 240 auf, wie gut sind 200 mm? Das ist bestens. Und ebenso die Draufsicht verändern wir mal hier auf 200 mm. Und schon haben wir hier rechts hoffentlich genügend Platz geschaffen. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen nach links rücken. Wir wollen also, so wie wir es von technischen Zeichnungen gewohnt sind, eine projizierte Schnittansicht, deren Schnittflächen sich entweder farblich abheben oder im Idealfall auch noch gleich schraffiert sind. Wie können wir jetzt sowas unter FreeCAD realisieren? Wir haben in FreeCAD in der Draft Workbench ein Werkzeug, das uns in solchen Fällen jetzt weiterhelfen kann. Das ist dieses Werkzeug hier. Wenn ich den Cursor etwas drauf stehen lasse, dann sieht man ja schon im Tooltip, erzeugt 2D-Ansichten von ausgewählten Objekten. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ich werde also zur Sicherheit mal noch eine weitere Gruppe erstellen, diese Gruppe umbenennen in Ansicht 2. Dann werde ich von dem Pocket über mein entsprechendes Menü eine einfache Kopie erstellen. Ich verschiebe diese beiden Körper in diese Ansicht 2 Gruppe, blende auch hier einmal aus, dann wieder ein, dann wieder aus, damit alles ausgeblendet bleibt. Und werde jetzt diesen Körper entsprechend weiterverwenden. Ich verpasse also diesem Körper erstmal per Placement ein inkrementelles Placement um die x-Achse um minus 90 Grad. Sage anwenden. Okay. Jetzt geht es darum, dass eine Projektion auf die xy-Ebene gemacht wird und diese Projektion, was dann auf der xy-Ebene ist, das kann ich dann
in das Zeichenblatt rüberholen. Das ist einer der weiteren Leitgedanken von der Drawing Workbench. Entweder ich arbeite mit diesen Direction-Werten und sage, ich möchte eine projizierte Ansicht aus einer bestimmten Richtung, oder ich arbeite mit reinen 2D-Elementen und erzeuge dafür dann die entsprechende 2D-Ansicht oder habe andere 2D-Elemente wie zum Beispiel eine Skizze, die ich dann auf die entsprechende Zeichnungsansicht bringen möchte. Also gehe ich jetzt in die Draft Workbench, wähle den entsprechenden Körper aus und wähle dieses Werkzeug aus. Wenn ich also jetzt zur Sicherheit mal diesen Körper hier ausblende, dann sieht man, diese Ansicht hier wurde entsprechend erzeugt. Ich kann jetzt diese Ansicht problemlos auf mein Zeichnungsblatt übertragen. Ich habe entweder in der Draft Workbench dieses Icon hier zur Verfügung, dass ich das selektierte Objekt, das ein 2D-Objekt sein muss, auf die entsprechende auf das entsprechende Zeichnungsblatt übertragen kann, oder dasselbe Icon ist hier in der Drawing Workbench verfügbar. Das macht beides dasselbe. Wenn ich also hier draufklicke, habe ich dann hier ein View Shape 2D View. Also ich habe ein Shape 2D View erzeugt durch dieses entsprechende Tool in der Draft Workbench und habe jetzt ein View Objekt in der Drawing Workbench zur Verfügung auf dem entsprechenden Blatt. Ich kann also jetzt sagen, ich möchte in X zum Beispiel 220 mm, in Y gehen wir mal 60 mm, dann setzen wir mal Scale auf 1 und schauen mal einfach, wo wir sind. Okay, wir sind jetzt hier. Also, das war schon mal, wir gehen mal noch erheblich weiter und geben mal etwas Gas auf 280. 290 mm, wie sieht das aus? Na, da können wir sogar auf 300 mm gehen. Dann können wir uns mal anschauen, diese Linksansicht, auf welchem Y-Wert steht eigentlich die? 102, das können wir korrigieren auf 100, dass wir eine schöne gerade Zahl haben, die wir uns gut merken können. Also korrigieren wir das hier auch auf ebenfalls 100 mm. Jetzt habe ich hier diese Schnittansicht. Allerdings, das Problem ist, wenn ich bei dem Fill-Style irgendwas ändere, dann hat das hier keinen Einfluss auf diese Ansicht. Die bleibt immer gleich. Ich bräuchte also eine Möglichkeit, um zum Beispiel Shape Color, also die Farbe des Objektes in 3D, also sprich dieses Grau hier drauf zu übertragen, oder sonst irgendein Muster. Um das zu tun, benötigen wir ein weiteres Werkzeug aus der Draft Workbench, und zwar Werkzeug hier. Im englischen Original nennt sich das Facebinder. Im Deutschen steht momentan noch Flächenverbund als Übersetzung drin und so arg daneben ist dieser Begriff auch gar nicht. Was ist eigentlich damit gemeint? So ähnlich wie ich in 3D ein Objekt klonen kann, so kann ich hier quasi eine Art Flächenklon mit den entsprechenden Flächen verknüpfen. Also sprich, ich kann sagen, ich habe hier diese Flächen, die ich entsprechend markiere. Alle drei, weil alles drei Schnittflächen sind, dann lege ich hier dieses Facebinder-Objekt drauf und dieses Facebinder-Objekt wird sich nun so ändern, wie sich die Flächen ändern, wenn ich die entsprechende zugrunde liegende Figur jetzt parametrisch oder wie auch immer verändern würde. Und diesen Facebinder, den kann ich extra im Raum bewegen und für uns der Vorteil ist, diesem Facebinder
dem kann ich eine Shape Color zuweisen. Also was bedeutet das jetzt für uns in der Praxis? Ich nehme diesen Face Binder und bringe ihn auf das entsprechende Zeichenblatt wieder mit diesem Icon. Dann wechsle ich auf das Zeichenblatt zurück, schaue mir nochmal über den Datentab an. Ich habe auf 300 und 100 das entsprechende Objekt festgelegt, also x300, y100 war die Position, der Maßstab war 1 und wir sehen, dadurch, dass ich jetzt beide Ansichten auf den gleichen Punkt eingefügt habe, überlagert sich das und diese Schnittfläche hier erscheint grau durch dieses Shape Color, was diesem Face Binder zugewiesen wurde. Das kann ich also machen und hätte dann so eine schöne graue Schnittfläche. Das wäre die erste Möglichkeit. Wer sich etwas mehr Mühe machen möchte, kann auch mit einem kleinen zusätzlichen Trick eine Schraffur erzeugen. Als erstes werde ich jetzt noch einmal dieses Shape-2D-View, also diese projizierte 2D-Ansicht, ein weiteres Mal einfügen hier auf diesem Zeichnungsblatt. Dazu verwende ich wieder dieses Icon. Und wir hatten ja gesagt, jetzt muss ich gerade selber überlegen, x soll 300 sein, der Maßstab war 1 und y war, wie viel nochmal? Dasselbe wie in der Draufsicht, 160. Also y 160. So, dann sind wir schon mal hier. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen tiefer auf 200. Ja, wir können ein kleines bisschen höher auf 190. Wie sieht das aus? Das sieht für erstmal völlig gut aus. Und in der Draft Workbench nutzen wir jetzt aus, dass dieses FaceBinder-Objekt ein vollwertiges Objekt unter FreeCAD ist, mit dem ich also alles anstellen kann, was ich mit normalen, vollen Objekten unter FreeCAD auch anstellen kann. Unter anderem Boolsche Operationen. Sprich, ich werde jetzt in der Sketcher Workbench eine Skizze erzeugen in der XY-Ebene und sage okay. Ich erzeuge dann hier ein Rechteck, das über diese schraffierte Fläche mal etwas hinausgehen soll. Und dann werde ich diesem Rechteck hier mal eine Breite mitgeben von 2 mm. Und hier mal eine Entfernung zum Nullpunkt von 1 mm. Wir schließen die Skizze und werden jetzt in der Part Design Workbench eine Pad-Operation durchführen, von mir aus 10 mm, symmetrisch zur Ebene. Wunderbar. Dann sagen wir OK. Dann sagen wir als nächstes, dieses Pad hätten wir gerne als Array. Und zwar, wir möchten gerne Anzahl der Kopien in Y-Richtung 1 haben, aber Anzahl der Kopien in X-Richtung probieren wir mal aus, ob 50 ausreichend ist. Und das Intervall schalten wir ein bisschen größer als die Breite der entsprechenden Platte, die ich da gerade erzeugt habe. Also 2 mm breit war die Platte. Sagen wir mal 2,01 mm. Dann haben wir das Ganze so. Dann geben wir dem Ganzen über Placement. Das soll jetzt mal nur um die
um das Prinzip gehen, in Z einen Winkel von minus 20 Grad zum Beispiel mal mit. Sagen wir okay. Und jetzt kann ich aus diesem FaceBinder und diesem Array in der PartWorkbench ein Common-Objekt machen. Also ich möchte ein Objekt haben, das die Schnittmenge dieser beiden Objekte bildet. Und schon haben wir hier einen schraffierten FaceBinder. Wenn man jetzt sehr genau hinzoomt, dann sieht man natürlich, dass sind diese zwei Linien entstanden, wegen diesem Komma 01, was ich eingefügt habe. Aber mal ehrlich, wenn man hier so ganz normal aufs Blatt drauf schaut, fällt das irgendeinem auf? Nö. Und dieses Common-Objekt, das kann ich jetzt auf die entsprechende Page legen. Zum Beispiel über die Drawing Workbench kann ich hier sagen, View Common, also ein View-Objekt dieses Common habe ich gemacht. Dann gehen wir wieder auf die entsprechende Seite. Schauen uns nochmal an, 300 und 190 waren unsere Werte. Also 300 und 190 und als Skala 1. Und entweder wir belassen den FaceBinder bei Shape Color, dann ist er sogar gleich grau hinterlegt. Oder wir könnten noch auf Simple stellen. Bei Simple wäre dann Schwarz-Weiß angesagt. Und wir hätten eine ganz normal schraffierte Fläche hier. Und das wäre auch schon die Möglichkeit, eine Schraffur zu erzeugen, im Gegensatz zu einer ganz normal eingefärbten Fläche. Wir möchten jetzt natürlich auch noch in irgendeiner Form Mittellinien haben, am besten mit den Bordmitteln von FreeCAD. Wie kriegen wir das mit den Bordmitteln von FreeCAD am besten hin? Der Übersicht halber lasse ich jetzt mal nur diese Draufsicht und die Linksansicht überleben. Wer möchte, kann sich ja von GrabCAD oder GitHub die entsprechenden Modelle herunterladen. Da sind die entsprechenden Modelle, wie gesagt, hochgeladen und die Links sind in der Videobeschreibung. Mir geht es jetzt hier im ersten Moment mal darum, die Sachen entsprechend zu zeigen. Das löschen wir mal alles wieder weg. So, das blenden wir wieder ein. Und los geht's. Und Draufsicht geben wir dann mal noch auf X 80 mm. Und links geben wir ebenfalls in X-Richtung mit 80 mm. So. Wir wollen also, wie gesagt, Mittellinien hier drauf haben. Und zwar auf beiden Ansichten. Wie kriegen wir sowas hin? Wir können uns eines kleinen Tricks bedienen. Und zwar ist FreeCAD auch in der Lage, Skizzen auf ein Zeichnungsblatt zu projizieren. Ich kann also jetzt zum Beispiel in der Draufsicht sagen, ich lege jetzt eine Skizze auf diese Fläche. Dann zeichne ich eine Linie von hier nach hier. Eine senkrechte Linie von hier nach hier. Und eine senkrechte Linie von hier nach hier. So, die Skizze enthält redundante Beziehungen. Jawohl, das ist diese hier. Diese lösche ich raus. Dann übernehme ich noch diese beiden Kreise hier, damit ich die Mittelpunkte bekomme und setze eine Symmetrie von dieser Linie in Bezug auf diesen Mittelpunkt des Kreises hier. Also eine Symmetrie. Und hier auf hier noch eine Symmetrie. Ich könnte noch ein bisschen jetzt mehr bemaßen oder sowas. Zum Beispiel die Überstände hier könnte ich schön harmonisch machen oder sonst irgendwas. Das spare ich mir jetzt mal im Moment. Und der Trick ist also folgender. Ich sage von dieser Skizze,
möchte ich gern auf diese Zeichnungsansicht hier ein entsprechendes Objekt kreieren. Und wenn ich jetzt dieses Objekt hier nehme und die Draufsicht befindet sich auf 80 und 160, also auf 80 und 160, die Skala ist 1, also der Maßstab, dann sieht das hier so aus. Es bringt übrigens nichts, für dieses Sketch-Objekt im Ansichtmenü beziehungsweise im bei den Line Style hier, da war's, umzustellen auf zum Beispiel Dash Dot, also Strichpunkt. Denn wenn wir hinzoomen, stellen wir fest, dass FreeCAD leider unter Strichpunkt etwas anders versteht, wie wir in technischem Sinne bei 2D-Zeichnungen unter Strichpunkt verstehen würden. Also wie gesagt, mit Solid, das ist so meine bisherige Erfahrung, das ist wohl das Maximale der Gefühle mit FreeCAD-Bordmitteln. Es gibt vielleicht noch ein bisschen andere Möglichkeiten, aber zumindest diese Möglichkeiten sind mir hier bekannt. Ich kann jetzt noch für diese Linksansicht natürlich genauso einen entsprechenden Sketch kreieren, indem ich hier wieder ins Modell gehe und sage, auf diese Linksansicht möchte ich hier entsprechende Mittellinien haben, also gehen wir wieder in den Sketcher und legen auf diese Fläche ebenso eine Skizze. Wir übernehmen zur Sicherheit gleich mal als erstes diese beiden Kreise bzw. die entsprechenden Kanten und werden dann eine einzelne Linie zeichnen, nämlich eine waagrechte Linie von hier nach hier, eine senkrechte von hier nach hier, ebenso hier eine senkrechte von hier nach hier und eine waagrechte von hier nach hier. Und dann weise ich hier jetzt wieder die Symmetrien zu, genau das gleiche Spielchen wie vorher. Einmal Symmetrie zugewiesen, dann hier und ebenfalls dem Kreismittelpunkt eine Symmetrie zugewiesen. Dann diese Linie markiert, Kreismittelpunkt, Symmetrie. Diese Linie, Kreismittelpunkt, Symmetrie. Ich schließe die Skizze und sage auch, diese Skizze soll auf diese Zeichnungsansicht projiziert werden. Wir gehen also in die Drawing Workbench oder in die Draft Workbench, betätigen das entsprechende Icon. Dann schauen wir uns kurz an, wo diese Draufsicht, diese Linksansicht liegt. Die liegt auf 80, 100, alles klar. Also sagen wir, x ist 80, y ist 100, der Maßstab ist 1. Und jetzt müssen wir noch die Direction einschalten. Die ist momentan noch falsch, die ist 0, 0, 0. Das ist natürlich nicht richtig, sondern die Darstellung von links hat hier eine minus 1. Also müssen wir auch hier dieser Ansicht hier eine minus 1 verpassen. Und diese Linksdarstellung hier hat ebenfalls eine Rotation von 90 Grad. Also müssen wir auch diesem View Sketch hier eine Rotation von 90 Grad verpassen und schon sind die beiden Mittelkreuze hier entsprechend richtig ausgerichtet. Wenn ich also jetzt in einer 2D-Zeichnung zum Beispiel per Explosionslinie in dieser Baugruppe andeuten möchte, dass diese Schraube hier in dieses Loch kommt, dann habe ich schon das erste Problem, dass ich hier mehr als ein Körper habe, den ich auf eine Zeichnungsansicht mit einbringen möchte. Was können wir nun in diesem Fall tun? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir können aus diesen beiden Körpern über die Part Workbench
einen Verbund erzeugen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir die beiden Teile fusionieren über die Part Workbench. Allerdings in diesem Fall macht es jetzt nichts aus, weil sich die beiden Körper nicht berühren oder gar durchdringen. Aber zur Sicherheit würde ich dann mir überlegen, wenn ich die Teile miteinander fusionieren möchte, ob ich nicht bei den Einstellungen das automatische Refinement dann entsprechend abstellen möchte, damit diese Flächenverschmelzung nicht durchgeführt wird. Denn ich möchte ja dann eigentlich die geschnittene Baugruppe als solches mit allen Kanten behalten. Wenn ich jetzt, wie gesagt, hier eine Expressionslinie einfügen möchte, für eine reine 3D-Darstellung wäre es zum Beispiel gar kein Problem, in der Draft Workbench eine Linie zu zeichnen. Ich stelle sicher, dass bei Snap Modes die Kreismittelpunkte gefangen werden und zeichne quasi eine Linie in 3D von diesem Kreismittelpunkt bis zu diesem Kreismittelpunkt und habe jetzt hier eine entsprechende Linie gezeichnet. Das Problem ist, wenn ich jetzt versuche, diese Linie mit in den Compound zu nehmen oder solche Geschichten oder irgendwie die Linie alleine versuche auf die entsprechende Zeichnungsansicht zu bannen, dann kommt entweder eine durchgezogene schwarze Linie, die eigentlich in meinen Augen sehr unschön aussieht, heraus, oder es bleibt leer bei der Zeichenansicht an dieser Stelle, dass die Linie nicht mitgenommen wird. Ist auch nicht besonders toll. Deswegen hätte ich für solche Fälle einen kleinen zusätzlichen Tipp auf Lager. Ich lösche also als erstes diese Linie hier wieder. Dann gehe ich in die Part Workbench, füge einen Zylinder und eine Kugel ein. Ich werde jetzt quasi mit 3D-Objekten diese strichpunktierte Linie nachbauen. Das ist der Trick, den ich anstrebe. Der Zylinder bekommt einen Radius von 0,17 zugewiesen, eine Höhe von 3. Die Kugel bekommt einen Radius von 0,17 mm zugewiesen. Ich wechsle in den Drahtgittermodus, markiere meinen Zylinder, gehe in die Draft Workbench, stelle sicher, dass ich die Mittelpunkte von Kreise fangen kann bei den Snap Modes und gehe dann auf den Move-Befehl und sage, der Mittelpunkt dieser unteren Zylinderfläche soll identisch sein mit diesem Mittelpunkt hier. Außerdem markiere ich die Kugel, wieder mein Move-Befehl. Der Mittelpunkt der Kugel soll mal identisch sein mit diesem Mittelpunkt hier. Dann verpasse ich der Kugel ein entsprechendes Placement. Da wurde etwas unsauber irgendwie gefangen. Das korrigieren wir auf 0. Und den Z-Wert korrigieren wir mal auf 14,5 mm. Wir sagen anwenden, okay. Jetzt ist es so, dass ich aus diesem hier per Array eine Linie machen möchte. Im Zuge der 0.16er Development Snapshot Historie wurde irgendwann per Upgrade dem Array Befehl die Möglichkeit mitgegeben, nicht nur aus einem Objekt ein Array zu machen, sondern wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Array-Objekt jetzt in der Lage, aus mehreren Objekten ein Array zu machen. Ich gehe jetzt mal in diesem Fall auf Nummer sicher und sage Zylinder und Kugel. Wir gehen in die Part Workbench. Per Fusion backen wir das beides zusammen. Dann gehen wir zurück in die Draft Workbench und dieses Fusion. Da wählen wir das Array-Werkzeug, sagen, die Anzahl der Kopien in X-Richtung soll 1 betragen, die Anzahl der Kopien in Y-Richtung ebenfalls 1. Wir versuchen mal unser Glück mit 8 Kopien in Z-Richtung und sagen, das Intervall in Z soll mal, sagen wir mal so, 6,2 mm betragen. Wie sieht das aus? Das sieht doch schon mal sehr schön strichpunktiert aus. Dann wähle ich alle Objekte aus und mache in dem Fall in der Part Workbench einen Verbund. Wie gesagt, ich hätte ja noch einmal fusen können und zur Sicherheit,
das automatische Refinement disablen. Das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Und jetzt kann ich ja in der Drawing Workbench zum Beispiel von diesem Compound auf dieses Zeichenblatt wieder meine entsprechende Ansicht kreieren und sagen, diese View die legen wir mal auf X, sagen wir mal 250 und Y 100. Dann soll mal die Scale 1,5 betragen. Und wir möchten jetzt bei der Direction unsere ganz normale Linksansicht haben. Wir sagen, Moment, bei Rotation brauchen wir noch 90 Grad. So. Und hier ist der Y-Wert gerade etwas gering ausgefallen, also 180. Wie sieht das aus? So sieht unsere Linksansicht aus. Das sieht jetzt aber ein bisschen langweilig aus. Also erhöhe ich den Z-Wert auf 0,5, um so gesehen um die X-Achse leicht meinen Winkel zu kippen. Also ich klicke hier irgendwo hin. Und schon ist die entsprechende Ansicht ein wenig gekippt und sieht viel interessanter aus und mehr nach Explosion. Ich habe schon im Vorfeld natürlich ein paar Versuche gemacht und festgestellt, wenn ich jetzt hier versuche, eine isometrische Ansicht oder dimetrisch oder sowas zu erzeugen, dann werden hier jede Menge Linien im Hintergrund verdeckt und das sieht alles ein bisschen bescheuert aus. Wenn ich dann hier noch die Schraube anschaue, dann sieht das auch nicht so wirklich toll aus. Also sage ich Show Smooth Lines, also die tangentialen Kanten, da stelle ich von False auf True. Und schon sieht man hier diese tangentialen Kanten eingeblendet und die Schraube sieht ein bisschen mehr aus wie eine Schraube. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Tutorials angekommen. Ich hoffe, ich konnte wie immer ein paar interessante Dinge zeigen. Im nächsten Tutorial werden wir uns dann damit beschäftigen, wie ich Bemaßung in die Zeichnungsansichten reinbekomme, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wie immer gilt für entsprechende Kritik, Fragen, Verbesserungsvorschläge, sonstige direkte Dinge hier gerne auf YouTube. Wenn es entsprechend komplizierter wird, dann am besten vielleicht im Forum mit Screenshot und genauen Angaben, welche Version von FreeCAD und was denn genau so alles schief lief. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit FreeCAD und man sieht sich vielleicht in einem anderen Videotutorial wieder. Tschüss!